Was geht ab, Leute? Ich melde mich aus dem Botanischen Garten in Penang, Malaysia. Ich nehme euch mal mit hier und zeige euch die schöne Natur. Wie kann man nur bei dem Wetter joggen? Er ist doch krank. Guck mal, ob er Waden hat. Guck mal, wie versaut sie einfach sind. Checkt einfach seinen Arsch ab. Okay, wir werden hier gerade umzingelt von Affen. Zeit zum Gehen. Be water, my friend. Wir betreten den Nationalen Botanischen Garten. Und der Junge, der sich gerade eingrämt, das ist ein Holländer, den ich aufgegabelt habe. Checkt unbedingt den Podcast ab, wie man fremde Leute kennenlernt. So habe ich ihn kennengelernt, beziehungsweise ihn angesprochen. Und gebt euch mal diese schöne Natur. Hochsommer einfach, gefühlt. Ja, wir werden jetzt hier den gesamten Dschungel erkundigen. Hier, die Gang ist direkt am Start. All about them gains. Eat them gains, bro. Ihr müsst euch einfach mal hier diese kranke Atmosphäre geben. Es ist einfach so ruhig hier, man hört nur Schmetterlinge. Affen, die sich Essen klauen. Und ja, im Vergleich zum Großstadtdschungel ist das auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Vor allem die Luft ist wesentlich angenehmer. Ich mache hier einen gerade auf National Geographic Guide. Im Wald habe ich ja keine Ahnung, was ich hier laber. Es fühlt sich einfach gerade so richtig an wie Jurassic Park hier. Man hat hier diese Käfige, man hat null Ahnung, was hinter diesen Käfigen ist, oder besser gesagt, was in diesen Käfigen hier ist. Locker, hier chillt irgendwie so ein T-Rex. So eine Ausbrut von T-Rex. Oder einfach nur Orchideen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hören kann, aber jetzt hört man richtig diese Dschungelatmosphäre hier. Gebt euch das mal, wie vertieft das hier alles ist. Ich weiß euch, ich habe diese Calm-App, mit der ich ja meditiere. Und so hört sich einfach eins zu eins dieser Hintergrund immer an. Dieses Zwitschern von den Vögeln und den Schmetterlingen. Also nicht, dass Schmetterlinge zwitschern würden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Gebt euch mal diese Bäume, wie nice das ist. Huge as fuck, bro. Huge. Oh, gebt euch das mal. So nice. Bro, what the fuck is that? It's a turtle. Nice. Damn, bro. Und es ist mega gruselig, weil man hat einfach null Ahnung, was die hier züchten. Check das mal hier ab. Ich sag einfach immer, check das mal ab. Das fuckt mich gerade selber ab. Hier so viele Käfige und die sind einfach leer. Die könnten auch locker pritschen oder so sein. Man hat echt null Ahnung, was sie hier züchten. Aber es ist einfach eine riesen Anlage. Die Vögel sind auch auf irgendwelchen Drogen. Keine Ahnung, ob man sehen kann, aber wir sind nicht mal eine Viertelstunde hier und wir baden schon in Schweiß wirklich. Ich habe nur eine Badehose an und mein T-Shirt habe ich schon längst ausgezogen. Ich sag's euch, der Schweiß läuft einfach meinem Rücken runter. Das ist einfach so krank heiß. Also wir haben jetzt nicht die harte Mittagssonne erwischt, aber wir haben jetzt kurz nach 3. Es ist echt krank heiß, schon für die Uhrzeit. Boah, das sieht aber nice aus. So leer einfach. Euch. Hier ist es einfach krank. Das Krankeste ist ja, in Deutschland sind es einfach gerade Minusgrade. Und wir verrecken hier in der Hitze. Also hätte ich kein Wasser mitgenommen, dann wäre das definitiv nicht angenehm. Also ich kann euch den Botanischen Garten definitiv empfehlen. Wenn ihr in Penang seid und einfach keinen Bock habt auf diesen... Okay, Großstadtdschungel ist ja nicht, ist ja keine Großstadt, aber die ganzen Leute, hier ist es wesentlich ruhiger und das Gute ist, ich sammle Schritte, denn später wird sich was gegönnt, ich sag's euch. Ich habe nicht Hunger, aber ich habe einfach Bock, was zu essen. Was soll ich noch groß sagen? Keine Ahnung, ob man das hören kann, aber es ist einfach so krank laut. Die Vögel gönnen sich irgendeine Sinfonie hier. Der Bruder, der hier joggt, muss definitiv auf irgendwelchen Drogen sein. Oh, der ist ein Thai-Boxer, I guess. Denn wie kann man nur bei dem Wetter joggen? Er ist doch krank. Gucken, ob er Waden hat. Bruh. Ja, seine Waden sind am Start. Wir haben hier gerade irgendwelche Früchte gespottet. Keine Ahnung, was für Früchte das sind, aber die sehen geil aus. An alle Leute, die Bio, LK oder so haben, schreibt mal bitte in die Kommentare, was das für eine Frucht ist. Wer feiert auch diesen Sound vom Wasserfall? Herrlich. Ich feiere das mega.
can't go down there. Das Witzige ist, ich war hier genau vor anderthalb Jahren, bevor ich mein Insta-Game verbessert habe. Ey, das ist ein Affe. See the monkey, bro. Oh, nice. Monkey baby. Really small. Oh, they're small ones. I'm not a fan. Oh, they're everywhere, really everywhere. Ja, und true. Überall die Affen. Crazy. Der ist ja noch richtig klein, man. Süß. Check den Bro ab. Ich wäre so gerne ein Affe. You gotta watch out for your camera. For real. Der hat so definitiv diese Kletterstunden geskippt. Gebt euch mal diesen Freestyler an. Tschüss. Fast as hell. Oben chillt einer. Überall einfach, wo das Auge hingucken kann. Ich hab richtig Schiss, dass sie einen anspringen. Hier auch. Bro, they are everywhere. Und das Beste ist, die kratzen sich hier und übertragen am besten die ganzen Läuse. Fuck, man. Ey, der kommt mir ein bisschen zu nah. Oh, fuck, man. He ain't gonna make it. When he jumps or when he falls. Whole monkey squad is here. Yeah, man. Power in numbers. Shit. Shit. Gebt euch einfach diese Moves von den Affen an. Ganz casual. Ist auf jeden Fall ein Mobility Gold. Man weiß nicht, was sie planen. Und die Stairs. Wir wollen eigentlich. Fuck, man. Oh shit, Digga. Er zeigt schon seine Zähne. Better leave, man. Oh shit, man. We just entered his territory. Ja, also wir wollen eigentlich da runter, aber die blockieren hier irgendwie gerade alles, die Scheißaffen. Sollen wir es riskieren? Sollen wir Tollwut riskieren? Fuck, Junge, sie kommen einfach vom Himmel. Es geht mit ihnen ab. They're just dropping from the sky, man. This is Planet of the Apes. 3.0. Caesar, ey. You know Planet of the Apes, bro? Have you watched it? Yes, Caesar. Caesar is home. Somewhere is Caesar. Caesar, where you at? Whole monkey family is here. Damn, bro. They're literally everywhere. Es ist einfach nur so krank, wie viele Monkeys hier sind. Wir können einfach nicht die scheiß Treppe nehmen wegen den Affen. Überall, wo man nur hinguckt. Bro, holy shit, man. Er gönnt sich einfach komplett. Er kontrolliert einfach, ob er sich schön gewaschen hat. Er isst die, ey. Was ein Ehrenmann. Okay, so langsam wird es unheimlich. Fuck, Junge. Richtig Angst vor diesen hektischen Bewegungen. Affen sind schon süß, daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber man sollte sich nicht von deren Fassade täuschen lassen. Bruh. Guck mal, wie versaut sie einfach sind. Checkt einfach seinen Arsch ab. Soll ich das Brazzers-Logo einfügen? Okay, wir werden hier gerade umzingelt von Affen. Zeit zum Gehen. So many monkeys. Das ist Revolution der Affen, ich sag's euch, die machen einen Aufstand noch.